Weiteren Folge von Motorsport Manager 3. Ja, geht es also weiter. Wir haben das letzte Mal schon gemacht, jetzt kommt das letzte Rennen dran. Jetzt sollten die Teile natürlich rankommen und auch Sponsoren. Erstmal der Bau von Teil abgeschlossen. Ja. 14. Getriebe, das ist jetzt super. Ja, natürlich auch ein besseres Auto sein. Ist aber ganz klar. Oh, der Frontflügel ist ein bisschen schlechter als erwartet. Ja. Der hat den 8 besten Frontflügel. Sainz hat den 7 besten, okay. Ja. Sehe schon. Sponsor pro Rennen. 450.000. 4 Rennen. 1 Million, ja, der ist eigentlich schon besser, der Cortez Tire und Co. Cortez Tire Co., aber ich würde sagen, erstmal was sagen, 300.000 Poren, ja, fix. Immer hier die Kashima, soll uns 170.000, boah, das ist eigentlich perfekt. Ja, genau. Gehen wir rein jetzt also ins letzte Rennen. Die Golden Tiger Bank, die bringt uns dann auf 80.000 plus. Das ist das erste, das ist halt lang wieder, dass wir mit Plus aus dem Rennen rausgehen. In der Theorie halt, dass wir rausgehen können. So sage ich am besten. Okay, das war gut. Okay, ja. Jetzt ging. Aha, wir sind die Ersten auf der Strecke, okay. Sainz. Norris ist jetzt hier was mit einem ähnlichen Setup. Na komm. Wir hindern auf ihn. Wenn's, ja, oha, der Ferrari da von Vettel, der behindert uns da ordentlich. Oha, ja, da sieht man auch, was so eine Behinderung kosten kann. Ganz schön viel. Ich würde sagen, wir machen dasselbe bei Lando und bei Sainz jetzt. Wir fahren jetzt. Nehmen wir es raus, das sollte sich dann ausgehen, dass wir dann okay, bei Lando, bei Sainz geht es jetzt schon aus, aber müssen ja eine Runde draußen sein, dann müsste das ja locker gehen, dass wir dann auf gute Zeit kommen. So, wir holen jetzt jeweils herein, damit wir einfach diesen Bonus haben. So, please make it fast und jetzt Sainz los und Lando los. 80%, so 16, okay 2, das ist jetzt easy, so 3, perfekt, dann passt das ja perfekt, absolut. Und bitte lasst das mit der theoretischen Ausfallzeit stimmen, weil sonst bin ich hier gearscht. Nein. Okay, perfekt. 30 Sekunden hatten wir sogar noch Zeit gehabt. Ja, wir waren noch 20 Sekunden vorweg. Also es passt. Perfekt. Das heißt, kann sich aber in der ersten Sektor nicht verbessern. Ich glaube, da hat er ein bisschen Traffic gehabt. Okay, Sainz wird sich nicht verbessern. 7. und 8. Aber ich glaube, wir haben den Abstand so ein bisschen verringert. Ja, aber trotzdem. Fast eine Sekunde auf.
auf Ferrari da vorne. Das ist schon krass. Also nach hinten, das sind 3 Sekunden zum letzten Eriksen. Aber gut. Ja, Verstappen, Ricciardo, weil jetzt sind einfach Zweiter in der Meisterschaft. Dritter Hamilton. Ja, okay. Na, wie sieht's aus? Da kann man schon mal ein bisschen länger fahren auf denen. Ja, sicherlich. Sicherlich kann man das länger auf denen fahren. Ja, bei Lando würde ich sagen, einfach eine ganz simple eine Sache mit einfach eine ein Stop. Und bei Sainz auch. Was bei Sainz der Unterschied ist, dass er nochmal auf Mediums gehen wird, während Norris auf Hard gehen wird. Oha, gute Position, aber am Start gut gemacht, Jungs. So, jetzt Jungs, ich schalte hier um auf normal. Normal. So, und jetzt warte ich. Alles klar. Erstmal die schnellsten Runden jeweils von euch beiden. Okay. Wir müssen auf die Straight. Jetzt aber Lando. Ja, nicht ganz. Aber Lando scheint die einfach anzuführen. Na gut, Sainz hat jetzt natürlich auch. Fährt ein bisschen sparsamer mit den Reifen. Ja. Es sind noch 11 Runden. Noch 10 Runden. Ja, bald werden wir reinkommen. Und dann auf harte Reifen wechseln. So, bei beiden gibt es jetzt das Power Outlet. Box, Box für Lando. Sicher, einfach auf die Reifen. Sainz kann jetzt wieder normal fahren. Ja, Sainz wird jetzt ordentlich pushen können. Ja, das würde er. Moment mal. Warum ist das jetzt so, dass dauernd die Beleuchtung so weit unten ist? Sainz, du bleibst jetzt noch die eine Runde draußen. Dann kommst jetzt rein. Für diese mittelharten Reifen. Das ist jetzt. Ja. Einfach funktioniert der Overcut. Der Overcut funktioniert einfach nie auf der Strecke. Ja. Das heißt natürlich pushen, pushen, pushen. Für Science. Ja. Und von der Lando Norris auch. Es ist die letzte Runde. Na komm, Lando. Na komm. Na, Sainz. Na komm, na komm, na komm. Na, 6 und 10. Wohin bringt uns das? Naja, zumindest ziemlich nah ran. An. Aran, an Renault. Aber das ist jetzt leider schon aus. Und ja.
Gut. Sah der dann aus? Ja. Charles ja 19. Ja, Marcus Ericsson immer mal besser gefahren ist. Alexander Albon. Hartley dann der erste Fahrer mit Punkten. Pierre Gasly sind 8 Punkte, also für 9 Punkte für Haas. Nur dann Kevin Magnussen. Ja. Ja, perfekt. Vertrag läuft bald aus. Den verlängern wir den Vertrag. Wie wär's damit? Punkt ist sogar noch verfügbar. Noch konstanter. Science, Smooth Operator. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.